Okay, Dietmar. Du musst jetzt mal ein bisschen leise sein. Jetzt. Nicht solche Kamera laufen. Okay, Dietmar. Was hast du davon gehalten, von der Rede vom Bürgermeister über die Krankenhäuser heute und von der Veranstaltung? Also, ich habe mich wie alle anderen auch sehr gefreut über die große Resonanz, die das gefunden hat, dass die Bürger aufgerufen wurden, sich für ihr Krankenhaus hier in Nordenham einzusetzen. Ich muss sagen, nachdem schon im Mai der Baustopp verhängt worden ist in Esensham, hat es doch ziemlich lange gedauert, bis hier im Leben der Stadt davon irgendwas zum Ausdruck gekommen ist. Ich bin allerdings von dem, was dann gesagt wurde, mehr als nur enttäuscht. Im ersten Satz des ersten Redners hieß es noch, wir setzen uns für beide Krankenhäuser, für beide Standorte Nordenham und Brake ein. Und dann ging es los mit, aber wenn es dann doch nur für eins reicht in der Wesermarsch, dann muss das selbstverständlich in Nordenham stehen. Und damit nahm diese apokalyptische Ego-Tour dieser Versammlung ihren Lauf. Es ging dann nur noch darum, was alles für Nordenham spricht, und Brako sind wir ja nicht, und insofern kommt ja kein Mensch zu Schaden, wenn das Brako Krankenhaus platt gemacht wird. Es wurde sich auch nicht in einem einzigen Halbsatz mit dem Thema auseinandergesetzt, warum eigentlich diese Krankenhäuser in einer wirtschaftlichen Notlage sich befinden, wo die Ursache dafür ist und wie man diese Ursache beheben könnte. Mit keinem Wort wurde darauf eingegangen. Nur Hurra für Nordenham, die Leute manipulieren, instrumentalisieren, sie vor seinen Karren spannen und sich selber profilieren als die großen Helden, die hier in Nordenham alles retten und so weiter. Dabei muss ich mal sagen, ganz besonders was den Herrn Bürgermeister angeht. In der jetzt mehr als 100-jährigen Geschichte der Stadt Nordenham hat die Existenz dieses Krankenhauses noch nicht einen einzigen Tag zur Debatte gestanden. Es ist für mich unsäglich, was ich bei dieser Veranstaltung erlebt habe. Ein Dichter, ich weiß nicht wer, aber ein Dichter hat einmal gesagt, Solidarität, das ist die Zärtlichkeit der Völker. Man hält zu seinen Nachbarn, man hält zu anderen Menschen, man ist solidarisch. Das Wort wird hier gerne in den Mund genommen. Ich frage mich nur, mit welchem Begriff eigentlich, mit welchem Inhalt, was das eigentlich sein soll. Ich würde sagen, das Motto der Menschen in dieser Stadt, die Beifall klatschen zu diesem Unfug, der so wie heute geredet wurde, das Motto kann ja nur lauten, selber essen macht fett. Das ist der Geist, der sich dahinter verbirgt. Und dazu kann ich alle Beteiligten nur herzlich Glück wünschen. Also unser Weg wird das auf keinen Fall sein. Es ist klar, abgeleitet von unserer Verfassung, es gibt ein Recht auf Gesundheit. Das muss natürlich nicht darin bestehen, dass dann irgendwelche Leute kommen, Händchen halten und einem übers Haar fahren und dann ist man gesund, sondern die nötigen Einrichtungen müssen da sein, die Mittel müssen dafür bereitstehen. Und ich möchte jetzt mal daran erinnern, wie die Wirklichkeit aussieht. Jeder abhängig Beschäftigte, bevor er seinen Lohn ausgezahlt bekommt, wird vorher schon einbehalten. Das Geld für die Steuer, für die Pflegeversicherung und selbstverständlich für die Krankenkassen. Es ist über Jahrzehnte Standard gewesen, dass dieser selbe Beschäftigte, der seine Beiträge entrichtet hat, bevor er das Geld überhaupt in die Hand gekriegt hat, dass der auf der anderen Seite zum Arzt gehen konnte, wenn was war. Und wenn der Arzt dafür Geld zu beanspruchen hatte, dann hat die Krankenkasse die Rechnung bezahlt. So einfach war das. Das, was heute üblich ist, mit diesen Deckeln von solchen Kosten, und dass es nicht mehr von beiden Seiten Arbeitgeber, Arbeitnehmer jeweils zur Hälfte übernommen wird, was diese Ausgaben angeht, das sind ja sehr neumodische Erfindungen aus der Zeit Schröder-Fischer. Diese Zeit waren gekennzeichnet durch eine wirtschaftliche Krise mit großer Arbeitslosigkeit.
Und da die Finanzierung dieser Kassen ausschließlich auf den Schultern der abhängig Beschäftigten ruhte, sind diese Kassen, also namentlich die Krankenkassen, in erhebliche finanzielle Schieflagen gekommen. Da war es sicherlich auch angesagt, dass man sich was einfallen lässt und irgendwie was tut. Meiner Ansicht nach hätte die Lösung gesucht werden müssen im Zusammenhang mit ihren tatsächlichen Ursachen. Die Ursachen dieser Beschäftigungskrise war ja, dass deutsche Unternehmen sich entschieden haben, Produkte für den deutschen Markt im Ausland, in Billiglohnländern produzieren zu lassen. Das haben die Konsumenten bei günstigen Preisen im Einkauf gemerkt. Aber weder Rumänen, Bulgaren noch Polen oder Chinesen haben Beiträge in die deutsche Krankenversicherung geleistet. Somit konnte diese Krise auf dem Wege sicherlich nicht behoben werden. Aber man hätte zum Beispiel Teile der Mehrwertsteuer einsetzen können. Denn wenn die Kunden im Konsum sparen, können sie einen entsprechenden Beitrag natürlich in die Kasse entrichten. Und dann wäre die Sache wieder ausgeglichen gewesen. Stattdessen hat man den Weg eingeschlagen, wie man es gemacht hat. Man hat kreiert, wir haben zu viel Krankenhäuser, wir haben einen Bettenübergang. Und die Lösung des Problems war nicht so, wie zum Beispiel bei der Bundeswehr im Zusammenhang mit dem Schrumpfen der Truppenstärke und der notwendigen Reduzierung von Standorten, dass man darüber Gespräche mit den betroffenen Gemeinden geführt hätte und für einen Ausgleich gesorgt hätte, sondern man hat finanziell den Deckel draufgelegt und hat abgewartet, dass das, was angeblich zu viel da ist, der Überhang, dass der schlichtweg krepiert. Das war das Rezept. Insofern geht es auch nicht um ein Problem der Wesermarsch. Denn dieser Sachstand gilt bundesweit. Überall stehen die kleineren, vor allem kommunalen Häuser, vor der Pleite, vor dem finanziellen Ruin. Und das, was hier jetzt praktiziert wird, löst überhaupt nichts. Es zieht das höchstens in die Länge. Was notwendig ist, ist, wieder zu einer vernünftigen und angemessenen Krankenhausfinanzierung überzugehen oder zurückzukehren. Das sollte mal reichen. Gut, super. Okay. Meine Kontonummer hast du noch? Ja, haben wir. Mein Gedenkverfügungshonorar. Ja, gut.